Starten Sie mit einem großen Ausfallschritt vorwärts und stützen Sie zudem den Arm der anderen Seite am Boden ab. Bringen Sie nun den Ellbogen des freien Arms innerhalb des vorderen Beins in Richtung Boden. Lösen Sie den Ellbogen vom Boden, rotieren Sie den Oberkörper so weit wie schmerzfrei möglich und folgen Sie dem Arm mit Ihrem Blick. Kehren Sie zur Ausgangsposition zurück und führen Sie die Übung mit dem anderen Bein aus. Wiederholen Sie das Ganze 5 bis 10 Mal pro Bein. Fassen Sie den Tisch in einer für Sie angenehmen Breite. Ziehen Sie die Schulterblätter gegen den Widerstand des Tisches aktiv nach hinten unten und versuchen Sie, den Tisch zu sich heranzuziehen. Halten Sie die Spannung in der Muskulatur für ungefähr 5 Sekunden und entspannen Sie dann kurz. Achten Sie hierbei darauf, die Schultern in einer tiefen Position zu fixieren. Je nach Art des Tisches sind verschiedene Griffmöglichkeiten möglich. Starten Sie mit geschlossenen Beinen und an den Oberschenkeln angelegten Armen. Bringen Sie die Arme über dem Kopf zusammen, während Sie mit einem kleinen Sprung die Beine schulterbreit auseinandernehmen. Wiederholen Sie das Ganze 10 bis 15 Mal.